Hallöchen und herzlich willkommen zurück, wieder hier bei Stardew Valley auf dem New Dornhof. Wir haben seit langem mal wieder einen schönen sonnigen Tag. Ich freue mich. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob es hoffentlich auch so bleibt. Ja, es bleibt erstmal so. Der Wahrsager, die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Freue ich mich umso mehr. Dann noch ein wenig Leben vom Land. Ah, erfrischender Regen. Der beste Freund des Bauern. Wenn es regnet, brauchst du dir um die Bewässerung eurer Pflanzen keine Gedanken machen. Nutze das zu deinem Vorteil. Ja, das hatten wir die letzten Tage eigentlich zu Genüge. Ich beklage mich nicht, weil das nimmt schon doch viel Arbeit ab. Aber jetzt haben wir mal wieder selbst auf dem Hof zu tun. Und das ist doch eigentlich auch ganz schön. So, wo habe ich denn die Gießkanne überhaupt hin? Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Ach, da. Wir gucken mal, ob Charlie oben an seinem Napf sitzt. Er schläft. Guten Morgen. Bitte schön. Gestern hatten wir einen recht erfolgreichen Tag in der Mine. Wir sind ohne Schaden zu bekommen und, okay, das ist falsch formuliert, ohne viel Schaden zu bekommen, haben wir es auch geschafft, einen Auftrag zu erledigen. Was ich sehr gut finde. Ich finde, die Aufträge sind eigentlich immer ganz cool, gerade für Tage, wenn es regnet oder so. Ich meine, klar, man kann natürlich immer auf dem Hof irgendwie weitermachen, mit den Leuten sich unterhalten. Aber ich mag die Aufträge doch auch sehr gerne, so für zwischendurch. Aber sind wir mal wieder ein bisschen auf dem Hof beschäftigt. Ich sage, ich freue mich ja schon, wenn ich das ganze Feld hier dann zum Sommer hin nach weiter links drüben umziehen werde. Aber man muss dann immer ein Stückchen weiter laufen. Können wir das richtig schön auch vielleicht mit so Zwischenwegen und so anlegen. Sobald es möglich ist, werde ich natürlich auch Sprinkler dann hier zusammen craften und dann nimmt uns das ja auch wieder die Arbeit ab. So, das hier ist reif, sehr schön. Oh, in der Mitte noch. Ich würde sagen, bedingt dadurch, dass wir jetzt, glaube ich, noch 10. Wo gieße ich denn jetzt hier eigentlich gerade hin? Achso. Wir haben jetzt noch 10 Tage vom Frühling. Ach, ich wollte noch schauen, wann die Leute Geburtstag haben. Stimmt, stimmt. Aber ich würde auf jeden Fall nicht unbedingt mehr sowas wie Bohnen oder so anpflanzen, das reicht ja eh nicht mehr. Vielleicht, um noch ein kleines bisschen Geld zu machen. Ein paar... Ja, komm schon. Pastinaken. Jetzt habe ich gerade nur das Englische wohl im Kopf, aber... Nee, hier. Hier habe ich ja alles auf Deutsch gestellt, deswegen bleiben wir auch beim Deutschen. Diesmal zähle ich jetzt aber nach, wie viel wir noch brauchen. Ihr müsst ja so schön ordentlich die Felder machen. Und nicht hier alles kreuz und quer. Das hier, danke. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir es verzählt? Nö. Okay. Du da rein, du auch. Brauchen wir eigentlich nichts, wir wollen ja nur kurz einen Abstecher zu Pia machen. Du da rein. Habe ich eigentlich wieder Geoden zu mitnehmen? Ja, tatsächlich. Dann machen wir das nämlich auch. Dann müssen wir eine kleine Besorgungstour im Ort. Ach, das ist so schön, endlich mal wieder Sonne. Also ich habe nichts gegen Regen in dem Spiel. Nur wenn zu viele Tage hintereinander regnerisch ist, das ist dann doch irgendwie ein bisschen doof. Hallo? Ich bin fest entschlossen, heute meine Klamotten zu sortieren. Ich werfe alle Vorjahrsmodelle weg, um Platz für Neues zu machen.
Das ist nicht sehr nachhaltig, meine Liebe. So, also als erstes die Einkäufe. Oh nein, mein Vater kocht heute das Abendessen. Irgendwie habe ich das Gefühl, er kann nicht kochen. Ich kaufe dir gerne deine Erzeugnisse ab. Natürlich zu einem fairen Preis. Den Spruch kennen wir von dir schon. Aber jetzt wollen wir was von dir kaufen. Und zwar 9 Stück davon. Inzwischen gibt es auch verschiedene Dünger, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schon, wenn ich mir dann die Bäume kaufen kann. Also könnte ich theoretisch jetzt schon, aber... Nein. Habt ihr alles keine Eile? So. Geburtstag. Die gute Pam hat heute Geburtstag. Weiß ich, dass ich ihre Abend auf jeden Fall ihr ein Geschenkchen machen will. Ich weiß ja jetzt, dass sie die Beeren mag. Suche Prasse. Ja. Wollte jetzt nicht fischen gehen. Zu viele Leute hier. Hallo, ihr Ninja. Geht es dir gut? Ja. Die hoffentlich auch. Also, Pam bekommt heute ein Geschenk von uns. Das ist sie ja gerade tatsächlich schon in ihrem Wohnwagen. Das haben wir... Ach, verdammt. Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin aufgeregt. Da freut sich jemand auf den Sommer. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Vielleicht lese ich deswegen so gern. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Alles gut. So, Pam, bist du zu Hause? Nein, sie ist nicht da. Schade. Was sieht denn? Naja, mal gucken. Nach einer Kneipe, da werden wir sie auf jeden Fall finden. So, hallo, guten Tag. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Ja, wissen wir ja da. So, Geode aufbrechen, ja. Zwergische Helm. Steine und... Wow, noch mehr Steine. So, der Helm. Ja, wir können zur Bibliothek. Und da wird der Gute sich freuen, wenn wir ein neues Artefakt bringen. Dem Museum spenden, ja. Wie schön. Tschüss. Natürlich auch mit. Und da ist sie schon wieder. Hallo. Ich mag ihre lila Haare. Ich finde, das sieht echt cool aus. Louis. Hi, Ninja. Du hast uns bei unseren Schleimproblemen geholfen. Danke dir. Ach stimmt, das wollten wir ja noch abgeben. Hätte ich beinahe vergessen. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können in Gruppen ziemlich gefährlich sein. Es sollte dank deinen Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Dankeschön. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Mütze in die Jukebox. Schwingst du dann auch dein Tanzbein? Ich mag es mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen und auf den neuesten Stand zu kommen. Ist ja auch der Bürgermeister. Du musst schon auch wissen, was in deiner Stadt abgeht. So. 360 haben wir bekommen. Finde ich gut. Und nein, es war ja nicht wirklich viel Arbeit. Wir waren ja eigentlich tatsächlich echt erfolgreich in der vorherigen Folge in der Mine. Für den doch eher spontanen Abstecher dahin. Und daher, das ist in Ordnung. Mhm.
Als erstes die Pastinaken. Warte, ich muss den... Die Gießkanne mitnehmen. Jetzt haben wir wieder ein schönes, vollständiges Feld. Ich glaube, ich werde wirklich, wenn ich die Felder neu anlege, hier auch gucken, dass ich so Wege dazwischen mache. Also am Stück gefällt mir das ist nicht so gut. Und irgendwie gieße ich hier gerade alles, nur das nicht, was ich möchte. Ja, was ist denn, Charlie? Bist du denn überhaupt? Charlie? Ach, da. Ja, hallo. Da freust du dich. Freu mich auch. So, du da rein. Steine waren hier. Gucken. Haben wir alles noch auf Vorrat? Sehr schön, dann kann ich den Rest wieder verkaufen. Bis auf eine Beere. Die wollen wir ja mitnehmen. Denn die gute Pam hat Geburtstag. So, was können wir denn jetzt noch anstellen? Ach, wir gehen einfach direkt wieder in die Kneipe. Oder zur Kneipe. Und schauen mal, ob sie schon da ist. Mensch, die wird sich freuen. Mal kontrollieren, ob sie auch wirklich Geburtstag hat. Nicht, dass ich mich nach vorhin verguckt habe. So. Pams Geburtstag, ja. Und Shane hat auch bald Geburtstag. Der bekommt dann auch eine Beere. Juhu. Hallo. Ja, die gute Pam ist schon da. Ich habe mich schon den ganzen Nachmittag auf dieses Getränk gefreut. Hehe. Was trinkst du denn? Na gut, sie wiederholt sich. Es scheint ihr auf jeden Fall zu schmecken. Bitteschön. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Ich bin beeindruckt. Danke. Kein Problem. Ja, mit ihr haben wir auch bisher die meisten Herzen. Oh, Pam und ich, wir werden dicke Freunde. Gesprochen haben wir auch mit ihr. Schön. Komm, mit den beiden können wir auch noch kurz quatschen. Ich hoffe, du achtest bei deiner Arbeit auch auf die Umwelt. Das Ökosystem des Tals ist sehr empfindlich. Woher ich das weiß? Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Du weißt es anhand deines Bauchgefühls. Emily, ich mag dich, aber... Ja, ich stehe dir im Weg, Entschuldigung. Du hast auch bestimmt das ein oder andere Buch auch gelesen. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Nee. Lass mal stecken. So, Shane, hallo. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Wie sieht es denn bei ihm eigentlich aus? Da haben wir ein Herz bisher. Ich glaube, wenn wir ihm in 2 Tagen dann auch ein Geschenkchen machen, werden es vielleicht sogar schon 2 Herzen. Er wird sich bestimmt drüber freuen. Sowieso ist Shane immer noch so einer meiner Lieblingscharaktere. Also hauptsächlich eigentlich wegen der Story. Ich finde die Entwicklung, die er durchmacht, also von ihm weiß es insbesondere, die mag ich doch schon sehr gern. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt im Zuge des Let's Plays hier tatsächlich noch das eine oder andere über ihn erfahre. Gerade was hier die Vorlieben angeht, weil das mit dem Bären hätte ich wie nach wie vor verrückt. Nein. So. Oh, ich kann mit überall was sammeln. Noch mehr. Aber wir können noch. Ah. Die Lea läuft da. Hallo. Hallo. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ich gönne mir fast jeden Tag einen frischen Salat. Das ist schön. So, hier ist aber noch ein Stückchen weiter in den Süden. Nein, warte, hier unten müssen wir lang.
Oder vielleicht hat es noch ein paar Frühlingszwiebeln. Haben wir auch schon seit ein paar Tagen nicht mehr geschaut. Warte mal. Ha. Na und? Tatsächlich. Und ganz viele Beeren. Nehmen alles mit. Alles. Traum von einem Hühnerstall und wir bezahlen ihn mit Bären. Gut, dass hier die Preise, also die Verkaufspreise auch immer stabil sind. Es wäre zwar irgendwie cool, wenn der Markt, in Anführungszeichen Markt, es mit variieren würde von den Preisen her. Aber so kann man sich wenigstens sicher sein, wie viel man für das, was man verkauft, auch bekommt. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so Sinn des Spiels wäre, wenn man so einen, eben gerade diesen richtigen Markt hätte, wo die Preise dann halt variieren, je nachdem, wie das Angebot ist und so weiter. Wobei ich das irgendwie cool finden würde. Oh, hier gibt es so viel zu sammeln. Also war's das? Ja. Ich glaube, wir gehen auch lieber jetzt Richtung zu Hause. Ich könnte mich hier tot sammeln. Alles mitnehmen. Ich glaube, man könnte sich tatsächlich einen kompletten Tag hier in dem Spiel nur damit beschäftigen, die Beeren einzusammeln, bis man wirklich alle von der ganzen Karte hat. Ich glaube, das sind also gerade... Oh nein, hier sind ja auch noch mehr. Die wir alle haben. Man muss ja erstmal unseren Hof betrachten. Allein da ist es ja schon, finde ich, eine ordentliche Menge. Dann überall verteilt noch. Also wir verkaufen alles. Und ab ins Bett. Hallo, hallo Charlie. Gute Nacht. Tja. Und gute Nacht. Also wir können ja mal gucken. Ja, also 5 Gold kann man jetzt sagen, ist viel oder wenig, aber dafür, dass wir die ja überall auf der ganzen Karte finden, das lohnt sich schon. Nun gut. Für heute würde ich aber wieder sagen, war's das. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.